Hallo und herzlich willkommen, meine Genossen. Mein Name ist Dennis und heute gibt es ein recht cooles Video über 5 Dinge, die mir besser bei Infinite Warfare gefallen als bei Black Ops 3. Fange ich direkt mal mit der ersten Sache an. Ich finde es persönlich sehr viel besser, dass es nicht zu einfach ist. Bei Black Ops 3 war es so, du hast ein Spiel gestartet und hattest innerhalb von 4 Stunden deine 100er fertig. Hier ist es so, du startest ein Spiel und das dauert einfach Ewigkeiten, bis du auf eine hohe Runde kommst. Es liegt daran, weil die Zombies nicht mit einer ultimativen Wunderwaffe getötet werden, getrappt werden oder sonst was. Es macht einfach sehr viel mehr Spaß, wenn es nicht so einfach ist. Und das ist der Fall bei Infinite Warfare Zombies. Jetzt kommen wir zu einem sehr kritischen Punkt, und zwar dem Replay-Faktor. Bei manchen ist es so, dass die Infinite Warfare-Zombies gar nicht sehen wollen und es einfach abstoßen, was ich in meinen Augen nicht verstehen kann. Dazu kommt aber auch noch die Tage auf The Reapers Kanal ein Video, wo wir über dieses Konzept reden. Auf jeden Fall, mir gefällt es sehr, dass das Spiel einen sehr, sehr großen Replay-Faktor hat. Auch wenn es viele nicht so sehen, ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr allgemein über dieses Video haltet oder wie ihr die Punkte verteidigen könnt. Auf jeden Fall, ich finde es sehr geil, dass dieses Spiel einen so großen Replay-Faktor hat. Ich meine, ich bin Level 62 oder 64 oder sowas und es macht immer noch Spaß. Ich habe fast die Hälfte der kompletten Level geschafft und es macht mir immer noch Spaß. Und bei Black Ops 3 war es so, es kam eine neue Map raus, du hast das Easter Egg gemacht und danach hat es eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Map, weil es einfach ausgelutscht war. Es war einfach viel zu einfach. Da kommen wir wieder auf den ersten Punkt zurück. Und bei Infinite Warfare Zombies ist es einfach so, dass du es einfach zocken kannst. Zumindest ist es bei mir so. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Leuten ist oder bei euch hier, die das Video gerade schauen. Auf jeden Fall, ich kann es immer noch zocken, weil es mir einfach zu viel Spaß macht. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den man eigentlich nicht verneinen kann und deswegen auch keine negativen Punkte dazu nennen darf. Also auf jeden Fall geht es um das Kaugummi und das Kartensystem bei Infinite Warfare Zombies und bei Black Ops 3. Bei Black Ops 3 war es so, du hast dir einen extra Süßig aus dem Automaten geholt und zack, hattest du alle Perks. Jetzt gehen wir zu Infinite Warfare Zombies und gucken uns dort die Karten an, die man rausziehen kann. Es gibt da wirklich keine Karte, die es annähernd schafft, so krass zu sein wie extra süchtig. Und das ist in meinen Augen mal wieder so ein Punkt, der zu dem ersten Punkt führt, dass das Spiel nicht so einfach wird. Durch extra süchtig oder so ein Roundskip-Kaugummi wurde das Spiel einfach so extrem vereinfacht, dass es einfach keinen Spaß mehr macht. Bei Infinite Warfare Zombies ist es so, dass es momentan, ich sag wirklich momentan, weil es kann ja noch kommen, dass es wirklich noch nicht annähernd so eine Karte gibt, die dir den Arsch so krass safe wie ein extra süchtig sowieso wie ein Roundskip Kaugummi. Klar, es gibt Kaugummis, wo du nach dem Red Screen wieder normal bist, aber das geht nur dreimal. Oder du musst dir, wenn du alle Karten aufgebraucht hast, musst du dir für 5000, danach für 10.000, danach für 20.000 immer wieder neue Karten kaufen. Und das ist einfach das Problem, dass man nicht beheben kann, beziehungsweise das ist das Problem, dass das ganze Game so geil macht, dass es keine Karten gibt, die das Spiel so krass vereinfachen, wie es bei BO3 der Fall war. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mich bei Black Ops 3 so krass abgefuckt hat, dass es eigentlich schon bis an die Grenze geschlagen hat. Ich hatte echt so einen Hals deswegen, und zwar gibt es bei Black Ops 3 nicht eine ordentliche Falle, mit der man ordentlich töten kann, beziehungsweise eine Strategie, wie man mit Fallen ordentlich töten kann. Natürlich, da gibt es The Giant, aber wieso willst du mit Fallen töten, wenn du sowas wie tote Leitung hast oder Hochofen? Wieso willst du das machen? Es würde das Spiel einfach nur unnötig verlängern. Klar, man könnte sagen, wieso spielst du nicht einfach ohne? Wieso ich nicht ohne spiele, ist, weil es diese Möglichkeit gibt, damit zu spielen. Und sobald es diese Möglichkeit gibt, damit zu spielen, will man damit auch spielen. So. Aber bei Infinite Warfare Zombies ist es so, du hast Fallen, die teilweise 40 bis 50 Zombies töten. Und das ist absolut krass. Das habe ich vermisst. Das haben wir Black Ops 1 Spieler, Black Ops 2 Spieler schon so lange vermisst. Eigentlich gab es das Ganze schon bei Black Ops 2 nicht wirklich, aber bei Black Ops 1 hatten wir es und wir haben es auf jeden Fall vermisst. Ich weiß, man sollte die Spiele nicht miteinander vergleichen, aber in diesem Fall tue ich es, weil Traps laufen, wenn ich weiß, was Traps laufen bedeutet, kannst du ja in die Kommentare schreiben. Ich kann dazu noch mein separates Video machen. Auf jeden Fall, Traps laufen war eigentlich so ziemlich das Geilste, was es bei Black Ops 1 gab. Und das haben wir einfach wieder. Wir haben dieses Gefühl wieder, um die Fallen herumzulaufen und damit Kills zu machen. Dieses Gefühl hat man bei Black Ops 3 einfach nicht, weil es dort keine Map gibt, wo man einfach wirklich Traps laufen muss. Der letzte Punkt ist in meinen Augen ein sehr wichtiger Punkt, weil die Community den Spielemachern sagen kann, yo, mach das mal und die Spielemacher machen es auch, weil sie wirklich auf die Community hören. So, nehmen wir einfach mal das Beispiel vom allerersten Tag von Infinite Warfare Zombies. Und zwar gab es da so eine Art Bug. Also jetzt würde man es als Bug bezeichnen.
dass man mit Quickdrive im Solo-Game in den Arcade-Mode kam und dort ungefähr 100 Punkte machen musste, um aus dem Arcade-Mode rauszukommen. Da haben diese Spielermacher sich gedacht, jo, vielleicht will er ein bisschen was spielen, aber so war es nicht. Die Community hat den ganzen Spielmachern getweetet, yo, Jungs, wir wollen nicht spielen, wir wollen sofort ins Game zurück. Da haben die Spielmacher sich entschieden, yo, die Community sagt, die wollen das nicht, dann machen wir es auch raus. Sie haben es am nächsten Tag direkt rausgepatcht, wenn ich mich sogar nicht irre, am selben Tag. Auf jeden Fall haben die es rausgepatcht, weil die Leute es nicht wollten. Dann nehmen wir als Black Ops 3 als Beispiel, und zwar die Bugs bei Revelations, dass man immer gefreezed ist und sonst was. Heute noch wird man freezen. Heute noch freest man auf dieser scheiß Map, weil die es nicht hinbekommen oder nicht auf die Community hören. Keine Ahnung, was die da machen. Auf jeden Fall machen die gar nichts, was der Community entspricht. Also die hören schon auf die Community, aber nur in den ganz groben Dingen. Und in diesen Kleinigkeiten, das juckt die einfach nicht. Und dieses Spielen da in der Arcade-Halle da, das ist wirklich eine Kleinigkeit gewesen. Darüber könnte man hinwegsehen, aber die Spielemacher haben gesagt, jo, das nervt schon ein bisschen die ganzen Leute, die das zocken, deswegen nehmen wir es raus. Ich will jetzt auch nochmal vorab sagen, nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt dieses Spiel so krass verteidige und sowas. Ich liebe Black Ops 3 immer noch, ich liebe Black Ops 2, ich liebe Black Ops 1, ich liebe Infinite Warfare Zombies. Davon mal abgesehen. Es gibt nur echt viele Dinge, die mich echt bei Black Ops 3 abfacken und die einfach Infinite Warfare Zombies viel, viel besser gemacht hat. Ich würde sagen, schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema haltet. Das war's erstmal von dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.